Gäste, herzlich willkommen hier im Theater 11. Mein Name ist Kira Petrov und ich darf Sie heute im Namen von unserer ganzen Gruppe herzlichst im Theater 11 begrüßen. Heute haben wir uns mit dem Thema Politik beschäftigt, hat nicht unbedingt was mit dem Theater zu tun, wobei vielleicht doch, ich weiß es nicht. Die Herrschaften können das bestätigen oder abneigen. Heute möchte ich persönlich gleich erstens alle begrüßen und zweitens kurz auf die Corona-Regeln hinweisen. Wir haben beim Eingang also Desinfektionsmittel, das finden Sie auch in der Nähe von WCs. Übrigens die Damen- und Herren-WCs befinden sich im Raum nebenan. Die Masken haben wir jetzt weggelassen, weil wir diese Regelung mit Abstand behalten können. Wir haben normalerweise arbeiten bei diesem Projekt mit 30 Jugendlichen zusammen, aber heute dürfen oder können aufgrund unserer Räumlichkeiten nicht alle dabei sein. Alle anderen verfolgen uns gerade im Livestream und per Online. Ich hoffe, Sie haben sich alle in die Liste eingetragen. Das ist auch wegen Corona-Regeln ganz wichtig. Wir haben kleine Snacks für euch vorbereitet, das können Sie gerne in der Pause genießen, sind einzeln eingepackt, bitte nicht mit jemandem teilen. Sie dürfen nur auf diesem Stuhl sitzen, wo Sie gerade sich befinden. Und ich glaube, dabei sind wir auch mit den ganzen strengen Regeln durch. Ich sehe auch die Lungenwurmchen. Begrüße recht herzlich und würde ganz, ganz gerne jetzt das Wort an einen unserer Teilnehmer überreichen, das ist David Kust. Hallo an alle, Teilnehmer, hallo an alle, die zum ersten Mal hier sind, hallo an alle unsere Live-Zuschauer. Ich möchte euch erstmal was zu uns erzählen. Wir sind Integration durch Kunst, eingetragener Verein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 2011 gegründet wurde. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Migrationshintergrund, aber auch mit Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Verhältnissen arbeiten wir stark zusammen. Wir konzentrieren uns stark auf Projekte, die mit Theater zu tun haben, aber wir konzentrieren uns auch auf Projekte, die den Teilnehmern bestimmte Werte vermitteln möchten. Bei so einem Projekt sind wir heute, beim Projekt Europa ohne Grenzen zählt meine Stimme auch. War unser Hauptziel herauszufinden, ob die Jugendlichen aktiv oder passiv an der Politik teilnehmen und was die Gründe dafür sein könnten. Wir sind 30 Teilnehmer, die leider aufgrund von Corona nicht alle hier sein können. Auch überwiegend die meisten mit Migrationshintergrund. Wir haben uns in vier Gruppen aufgeteilt, unsere Projektgruppen. Dazu gehören Gruppen zu Familie, zu Freizeit, zu Schule und auch zu Clubs und Vereinen, zu denen die kleinen Gruppen euch gleich mehr im Detail erzählen werden. Auch um nochmal Bezug auf unseren Titel zu nehmen, Europa ohne Grenzen zählt meine Stimme auch, haben wir unser Projekt nicht nur auf der nationalen, lokalen Ebene Deutschland-Bremen gelassen, sondern hatten auch einen aktiven Austausch mit Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland, aus anderen Ländern, sodass wir auch Europa oder das internationale Thema erweitert haben. Wir sind so im Bilde und haben uns viel mit Politik beschäftigt. Das wäre es erstmal so kurz zum groben Projekt und gleich erfahrt ihr durch unsere Projektgruppen mehr. So, hallo auch noch von meinerseits. Ich bin Alina und ich werde das alles heute moderieren. Ich möchte nur jetzt ganz kurz auf den Ablauf hinweisen. Und zwar, wir werden mit einem kleinen Video anfangen. Und nachdem werden unsere Gruppen unsere Plakate vorstellen. Und danach werden wir eine kleine Pause machen. Und nachdem würde ich unsere Politiker, Politikerin auf der Bühne bitten. Und nachdem können wir unsere Diskussion bzw. Fragerunde anfangen. Genau, dann können wir eigentlich schon mit dem Video anfangen. Gut, nun kommen wir zu unseren Wünschen in Bezug auf die Politik in der Familie. Und zwar haben wir uns da sehr viele Sachen überlegt. Und zwar zuerst allgemein die Gruppe Personen mit Migrationshintergrund weiter integrieren. Also, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen mit einem Migrationshintergrund haben, die haben ja sowieso schon so ein Problem. Und das ist ja auch nicht gerade das Einfachste, sich erst zu integrieren. Ich meine, zuerst müssen sie die Sprache lernen durch diese Sprachkurse. Und man kann sich immer und immer und immer weiter integrieren. Es gibt kein,
keinen Schluss. Man kann nicht sagen, ab jetzt bin ich irgendwie deutsch, weil es gibt ja dann die Deutschen, mit denen man sich da vergleichen kann. Und keine Ahnung, es gibt immer Unterschiede. Sprich, man sollte auch vielleicht mit politischen Einflüssen darauf achten, dass die Integration dann nicht nur was mit irgendwie sprachlichen Bildern oder so zu tun hat, sondern auch eben mit politischen. Also Schule ist jetzt, Schule bildet Staatsbürger so gesehen aus, vermittelt Wissen, aber ist Schule kann, also natürlich kann jetzt ein Schulleiter nicht sagen, freitags lassen wir den Betrieb ausfallen. So, ne? Mhm. Also da befindet sich Schule auch in einem Spannungsverhältnis. Aber das ist halt eine Entscheidung, die muss jeder höchstpersönlich für sich selbst treffen. Gehe ich jetzt zur 9. Stunde Bio am Freitag oder lasse ich es? Ne? Und das ist eben so ein etwas, dem man sich aussetzen muss, wenn man für eine Sache einstehen möchte. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Wir haben ja alle Politik in der Schule, aber als Wahlfach halt. Finden Sie es richtig, dass Sie es wählen können? Also halt, dass wir da auch nicht hingehen können? Sollte es als Pflichtfach sein? Also ich habe 2016 Abi gemacht und ich hatte Freunde, die haben es geschafft, Abitur zu machen, ohne Politik oder Geschichte gewählt zu haben. Also die hatten beide Fächer nicht für 2 Jahre und haben so Abi gemacht. Das finde ich persönlich sehr, sehr problematisch. Weil die beiden Fächer sind unfassbar wichtig, auch gerade die Inhalte, die man da in der Oberstufe behandelt. Ja. Und in der Mittelstufe ist es halt so, dass der Politikunterricht auch enorm wichtig ist. Aber was ich da immer schwierig fand, die Qualität des Politikunterrichts, und das habe ich in keinem anderen Fach so wahrgenommen wie in Politik, steht und fällt wirklich mit der Lehrkraft, die man hat. Da kann es sein, dass man bei der einen Lehrkraft bloß Staatskunde macht und Staatsorganisation. So, dann lernt man, wer wählt wen und wann und warum. Und das ist ja alles schön und gut, das muss man ja auch alles irgendwo wissen. Aber das führt dann über Jahre den Lehrplan. Und das, obwohl Politik ja eigentlich viel mehr ist. Bei der Politik geht es ja, also bei dem Lehrfach Politik, wenn es gut gemacht ist, geht es ja auch vor allem um die Entscheidungsfindung. Ja? Wie funktioniert da Gesellschaft? Wie organisiert sich Gesellschaft? Welche Prozesse finden statt? Welche Interessen bestehen? Wer hat woran Interessen? Und so weiter und so fort. Das ist in Wirklichkeit ein viel, 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 viel größeres, wichtigeres Fach. Und das ist eben zumindest in meiner Bildungslaufbahn immer sehr unterschiedlich gewesen, wie der Politikunterricht war. Und das war wirklich eine Sache, die stand und fiel dann mit den Lehrkräften, die man da hatte. Und ja, also natürlich, also ich war in der Bundesschülerkonferenz und ich war auch in der GSV und wir hatten uns das eigentlich immer als Ziel gesetzt, Politik zum Pflichtfach zu machen. Für die gesamte Schullaufbahn. Also bei uns war das sehr, sehr ähnlich. Also ich habe 2012 Abi gemacht und so und ich hatte eigentlich nur in 1,5 Jahren meiner Schullaufbahn hatte ich überhaupt Politikunterricht, nämlich einmal in der 9. Klasse und dann einmal nochmal ein halbes Jahr als Wahlpflichtfach in der Einführungsphase in der Oberstufe. Und ich muss sagen, also in der 9. Klasse, das war schon ganz in Ordnung. Da hat man auch über einige politische Themen haben wir auch dann kontrovers diskutiert oder haben uns zum Beispiel mit dem Wahl-O-Maten, der dann ja gerade aufkam, oder Ähnlichem beschäftigt. Aber ich glaube für Schülerinnen und Schüler, die sich zuvor noch nicht wirklich mit Politik auseinandergesetzt haben, was da natürlich manchmal auch durchs Elternhaus bedingt ist, hat dieser Politikunterricht nicht sehr viel gebracht. Und ich glaube, dass wir uns aber eigentlich in einer Demokratie, wo man nun mal auch die Mitbestimmung der Mitbürgerinnen und Mitbürger nun essentiell notwendig ist und die Einmischung, finde ich, dass Politik mindestens auch eigentlich ein Pflichtfach sein sollte. Über die Dauer kann man jetzt natürlich streiten, wie lange und in welchem Umfang, aber zumindest, dass beispielsweise, wenn man jetzt auf dem Gymnasium ist und das Abitur erwirkt, dass sozusagen dann auch ein Politikverständnis damit einhergeht, was man dann erworben hat, letztendlich, wenn man dann seinen weiteren Weg dann geht. Wir wünschen uns gerne, dass die Lehrer uns nicht beeinflussen, halt unsere Meinung nicht beeinflussen, weil es kommt schon vor, dass sie uns halt etwas vorgeben,
was halt so besser ist und was auch nicht so gut ist. Dann, dass es auch Rollenspielprogramme gibt auf anderen Schulen, nicht auf Gymnasien. Und dass die Lehrbücher nicht so überaltet sind. Und wir wünschen uns auf jeden Fall, dass es weniger zu theoretischen Themen kommt, sondern mehr halt zu empirischen Themen, also auf Fakten und nicht halt so, was sein könnte. Und zu allerletzt war es, dass der Politikunterricht mit der Zukunft verbunden wird. Also gerade die letzten Jahre haben gezeigt, die Jugend ist überhaupt nicht unpolitisch. Sie äußert sich nur in ihrem politischen, sie äußert sich nur anders politisch. Also der klassische Weg, dass man irgendwie in eine Partei geht und dann da die Gremien durchläuft und dass man einmal den Ochsenweg von ganz oben nach ganz unten nimmt, das gibt es so nicht, sondern man äußert seinen demokratischen Gestaltungswillen eben auf andere Weise. Man engagiert sich anders politisch. Man bringt seine politische Meinung anders zum Ausdruck. Und da finde ich, müssen sich alle Parteien noch bewegen und anpassen und sich eben in die Richtung öffnen. Ne? Also die Jugend ist deutlich unterrepräsentiert, dramatisch unterrepräsentiert. Aber wie gesagt, generell war es schon schwierig. Es ist besser geworden. Wie gesagt, ich kann jetzt nur von uns berichten, aber bei uns ist es schon besser geworden. Aber die Luft nach oben besteht natürlich selbstverständlich auf jeden Fall noch. Das heißt, wir haben da hohen Nachholbedarf. Und wir können das auch so bestätigen, dass viele Jugendliche halt auch sich, wie gesagt, sagen, Mensch, ich möchte mich anders engagieren, wie zum Beispiel in diesem Format jetzt hier oder wenn wir jetzt an Fridays for Future oder andere große Projekte oder so denken, weil sich, wie gesagt, sagen die Parteien jetzt, und so auf Deutsch sagt, das ist irgendwie unsexy, ne? So dem Motto. Ne? Also, ja. Wie, also jetzt direkt an die ganze Runde, wie informieren eigentlich die Jugendlichen sich? Also wollt ihr vielleicht so kurz, also dass man vielleicht einen Unterschied so bekommt, so worauf man die Informationen so rauszieht. So was benutzt ihr? Instagram oder TikTok hinaus? Solche Sachen. Also bei Insta bekommt man sehr, sehr viel mit, vor allem weil auch vieles in der Story wieder gepostet wird. So große Sachen, sage ich mal, die jetzt passieren auf der Welt. Aber so jetzt die Deutschland was angeht und sowas. Ich habe auch auf TikTok Tagesschau abonniert, gefolgt und so. Die machen das auch sehr unterhaltsam, dass es auch einen Spaß macht, diese Nachrichten zu gucken und so. Ja. Und manchmal CNN gucke ich auch. Ja. Bei mir ist es auch so, auch durch Instagram, durch TikTok auch. Manchmal scroll ich dann durch die For You-Page und dann komme ich da in so ein Video ganz kurz und dann schaut man sich dann diese 60 Sekunden eben an. Oder auch einfach vieles halt in der Schule. Manchmal bekomme ich selber auch nichts mit. Manchmal ist man halt nicht auf Social Media und dann hört man, dass die Mitschüler über was reden oder auch im Politikunterricht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Politik als Fach. Da bekommt man immer eigentlich was mit. Darum würde ich schon sagen, ist schon überall ein bisschen gut vorhanden bei mir. Ich will auch was zu sagen. Ich bekomme das auch hauptsächlich von den sozialen Netzwerken mit, also TikTok, Snapchat oder Instagram oder von Freunden. Aber wir hatten auch in der Schule, also wir haben einen Lehrer, oder ich habe einen Lehrer auf der Schule. Das ist mein Geschichtslehrer, mein Politiklehrer. Und wir sollten auch, wir haben immer einen Tag in der Woche gehabt, wo wir halt über die ganze Woche aus, jeder Schüler sucht sich Nachrichten raus. Und wenn dieser Tag kommt, dann sammeln wir die Nachrichten und dann gucken wir zusammen eine Tagesschau an. Und dann gucken wir, wie viele Informationen welcher Schüler sozusagen richtig gesammelt hat, was auch sozusagen die Welt betrifft. So. Ja. Ja, dann reihe ich mich hier mal ein. Tatsächlich auch sehr viel über Tagesschau, Instagram oder auch über Google News tatsächlich kriege ich auch einfach, wenn man sehr viel diese Push-Nachrichten bekommt, dass man sich dann da reinliest, allein die Überschriften schon, wenn es dann einen sehr interessiert, kann man sich die Artikel auch gerne durchlesen. Sonst wenn es eher so um Bremen rumgeht, gibt es da diese neue App Molo News
Ich weiß nicht, ob die hier allen bekannt ist. Da werden auch um Bremen rum, also lokal, dann eher die Nachrichten verbreitet. Oder sonst auch wie bei Steffi hatte ich, meinen Politiklehrer hatten wir dann jede Woche oder jede zweite Woche quasi eine aktuelle Stunde gemacht, wo dann zwei Personen quasi das Thema vorgestellt haben und dann der Rest der Stunde quasi über das politische Thema diskutiert wurde. So hat man auch sehr viel von den Nachrichten mitbekommen. Wie hieß die App nochmal? Molo.news, die ist jetzt ganz neu, ich glaube Molo.news. von Bremer Studenten gemacht. Oh, Die, fresh. da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das Bremer Studentenmäßig ist. Ja, weil so eine Sache ist noch immer regionale News, ne? Also Ja, genau. ich folge natürlich dem Weserkurier auf Facebook, gar keine Frage. Aber ja, ist natürlich cool, wenn man da ein bisschen, wenn man da ein bisschen mehr Zugang hat, dass alles ein bisschen schöner gesammelt ist, ne? Es gibt auch andere Vereine wie Theater 11 oder Integration durch Kunst. Sind wir, die solche Projekte hier veranstalten, eben durch solche politische Projekte oder durch Stücke. Bei uns ganz besonders im Theater. Man kann über Theater ganz viel auf der Bühne zeigen, die politische Meinung wiedergeben oder einfach viele Denkanstöße geben. Auch Bücherclubs bilden sich, wo sich Menschen zusammentreffen, zusammenkommen, Bücher lesen, über die Bücher diskutieren. Das hat auch ganz viel Politisches mit dabei. Sind ja auch eine hierarchische Struktur an sich. Wir haben hier die ganzen Teilnehmer, die ganzen Mitglieder. Wir haben einen Vorstand, der neu gewählt wird. Wir haben also eine gleiche demokratische Struktur, wie wir sie in der Ferne, in der Politik, wie wir sie eigentlich gar nicht so wirklich kennen, hier im Alltag wieder. Und das hat eine gewisse Nähe, die wir festigen sollten, was den Verein auch näher gebracht werden sollte. Aber wir hatten zum Beispiel letzte Woche dann, hatten wir wieder so eine Art Stammtisch und da sind dann auch wieder viele neue Leute dabei gewesen, nicht? Dass man dann ungezwungen miteinander ins Gespräch kommt und dass man dann halt erstmal so diesen ersten Schritt dann wagt. Ich glaube, das ist für viele immer das Schwierigste. Aber wenn man dann erstmal sozusagen, dann sieht man, Mensch, ich bin aufgenommen worden, meine Stimme findet hier Gehör. Ich glaube, dass dann auch entsprechend der weitere Weg dann auch gar nicht so schwierig ist, weil es ist ja auch so, dass wirklich, wir sind ja über jeden dankbar, der sich auch engagieren möchte, nicht? Ich meine, das ist ja ganz klar. Und ich meine, wo ich zum Beispiel auch unsere Mitglieder immer ermutigt, schreibt zum Beispiel auch bis jetzt für unseren Bremen-Tag, das ist sozusagen unser Landesparteitag oder zum Beispiel auch für die Landespartei, schreibt Anträge, bringt euch ein und dass wir darüber diskutieren und dass wir dann zum Beispiel auch der Stachel als Junge Union, der Stachel im Fleisch der CDU sind und entsprechend auch hier, Mensch, die Junge Union, die stellt da wieder viele Anträge auf dem Landesparteitag, um zu zeigen, hier, wir sind da und wir machen die Inhalte. Arbeit, wir bringen die Partei voran. Und das finde ich zum Beispiel, das Instrument der Anträge finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, das passt nämlich gerade gut, nämlich viele von unseren, viele Hannah Schüler. gerade dieses diese Online-Schule über Telefon, Handy, sonst was. Wissen Sie oder glauben Sie, ob es nach den Sommerferien weiter so gehen wird? Und wie erfolgreich das vielleicht jetzt so angekommen ist? Also, meine Kenntnis nach, ich habe auch drei Kinder, die in die Schule gehen. Anfang war es problematisch, auch bei uns in der Partei. Online-Treffen war auch alles problematisch im Parlament. Diese Corona hat uns auch gezeigt, wie die Unterschiedliche so sind, wo wir hinterher hängen. Und die Bildungsbehörden haben ihren Best getan. Jetzt soll das so auch für die Zukunft besser werden. Das haben Sie bestimmt in der Zeitung heute gelesen. Das haben Sie ja gestern beschlossen. Jedes Kind fängt erstmal mit bestimmten Kindergruppen an, bestimmte Schule an. Und jeder Lehrer, Lehrerin ist, wird in der Zukunft ein iPad haben, geliehen. Ja? Und das digitalmäßig ist es schon ein Fortschritt. Wir kommen nach vorne. Vielleicht direkt von, also Ja, die Expertin soll das später Ja, es machen. ist wieder der erste, der kommt Wer jetzt plant raus. das mit? So, ist der Leier. Ja. So, es ist natürlich, ne, so, vorhin hatte ich ja auch gesagt, da wurde auch plötzlich ganz deutlich und klar, irgendwie, ne, so, wie unterschiedlich die Stadtteile so aufgestellt waren. Heute auch morgen mussten die Kinder zu Hause unterrichtet werden und jeder Haushalt ist unterschiedlich. Wir haben viele Familien mit auch Migrationshintergrund oder Vorgrund, ne, so wie man das nennt.
und plötzlich fällt diese auch unterstützende und Hilfe von durch den Lehrer oder Lehrerin. Und viele Eltern selber, die sind hier, haben ja keine Schulbildung genossen, deswegen kommen auch mit dem ganzen Schulsystem hier nicht klar. Oder zum Teil irgendwie auch die Sprache nicht verstanden hat. Und deswegen meine große Sorgen und Bedenken, wenn wirklich jetzt Corona-Zeit irgendwann vorbei ist und alles ist Stückchen normalisiert, ne, so, dann werden wir dann deutlicher sehen und erkennen, was Corona alles so verursacht hat in der Bildungssystem. Weil es ne, so, ist nicht irgendwie überall Homeoffice und oder jetzt lernen klappt super und klappt ne, so einmal frei, weil die Kinder müssen ja auch Stückchen begleitet werden. Ist nicht so selbstverständlich das Ganze. Und ich glaube, also ich hoffe oder wünsche mir zumindest, ne, so, dass wir nach den Sommerferien Stückchen irgendwie in der Regel ne, so System rübergehen und nicht, dass jetzt alles von zu Hause, weil in der Schule ist etwas an, auch dieses soziales Miteinander, die Freundschaften sind da und das kann man nicht alles zu Hause im Homeoffice das oder im jetzt Learning ne, so, oder zu Hause lernen, wie man das ne, so schön jetzt sagt, ne, so das hinkriegen. Lambert hat ja vorhin auch gesagt, wir sind ja auch seit März, Mitte März zu Hause. Wir haben auch von da aus diverse Videokonferenzen. Und das merke ich auch. Mir fehlt einfach die Menschen, mir fehlt diese Kommunikation miteinander. Und als ich dann vorgestern das erfahren habe, das findet jetzt wieder statt. Ich habe gesagt, okay, dann komme ich gerne hier. Ja. Ich möchte auch nochmal die jungen Menschen sehen, dass sie Gesichter sehen und spüren und auch lebendig miteinander und nicht alles über Video. Das ist alles gut geklappt. Ne? So, das wird wirklich auch uns erhalten bleiben. Es werde auch dadurch irgendwie, ne, so, wir müssen nicht für eine halbe Stunde irgendwo hinfahren oder fliegen. Ne, so. Kann man auch durch ne, so Videokonferenz das alles hinkriegen. Das wird unser Leben das ändern. Da bin ich mir sicher. Aber diese Face-to-Face, diese Begegnungen sind etwas anders. Ja, in vielen Religionen gibt es ja dieses Bild der Vertreibung aus dem Paradies. Und ich glaube, das, was wir jetzt so plötzlich erlebt haben seit März, ist so eine Vertreibung aus dem analogen Paradies. All das, was uns vorher wichtig war, Orte, an denen wir zusammengekommen sind, Theater, Schule, plötzlich durfte man da nicht mehr hin. War plötzlich alles gesperrt. Man war irgendwie vertrieben. Man war irgendwie, jeder war bei sich zu Hause, so ein wenig eingesperrt. Man war ja nicht wirklich eingesperrt, aber man konnte nicht mehr das machen, was man vorher gemacht hat. Ich glaube, das ist in allen Bereichen, egal ob das Schule ist oder Wirtschaft oder Theater, Kunst, Kultur, Vereine, Sport, das ist jetzt etwas, wo wir erstmal lernen müssen, damit umzugehen. Es hat ja keiner ahnen können, dass das jetzt kommt. Na, vielleicht hätte man es ahnen können, aber so richtig vorbereitet waren wir nicht, nirgends. Und das ist jetzt eine schwierige Zeit gewesen, in diesen 3 Monaten. Man musste erstmal richtig improvisieren. Ich weiß, dass bei mir auf der Arbeit ganz viele Kolleginnen sich sehr starke Gedanken machen, wie es weitergehen kann nach den Ferien, da Pläne schreiben, wie die Schulen dann funktionieren, mit ganz viel Präsenz möglich oder so viel Präsenzunterricht wie möglich. Wahrscheinlich wird es aber nicht gehen, wenn man gleichzeitig noch Abstand halten muss und nicht so viele Leute dann in einen Raum dürfen, dass man da schon noch irgendwie sich was einfallen lassen muss, dass es also weiterhin auch Online-Learning geben wird, dass man aber dann auch gucken muss, wie man die Kolleginnen, die Lehrkräfte sind, dazu kriegt, das zu können. Auch damit umgehen zu können, das ist ja auch für die neu. Das haben die an der Uni ja nicht gelernt, wie man dann mit SchülerInnen über Distanz Unterricht macht. Aber das muss eben eingespielt werden und das wird, glaube ich, für alle, die Unterricht machen, wenn sie jetzt Schulleitungen sind oder LehrerInnen oder SchülerInnen, erstmal eine Sache sein, an die man sich gewöhnen muss. Das Besondere daran ist, wir wissen ja noch gar nicht, was im August sein wird. Wir haben zwar jetzt schon Juli, wir wissen aber noch überhaupt nicht, was ist eigentlich, wie ist die Situation im August? Haben wir nochmal eine zweite Welle? Muss vielleicht nochmal ein richtig harter Lockdown erfolgen? Oder ist es dann schon so, dass man sagt, naja, jetzt können wir uns mal Gedanken machen, wie wir die nächste Phase der Lockerung machen? Das werden wir uns angucken. Aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist, es gibt ganz viele Leute, die sich darüber ganz intensive Gedanken machen und darüber nachdenken, wie das funktionieren kann und wie man das an die Schulen weitergeben kann, dass die Schulen das dann auch organisieren können. Sehr schön. Dankeschön. Also die Schüler werden auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist wichtig. Absolut. Also ich finde es gut, dass so ein Projekt auch ermöglicht wird, dass es nicht in der Schule nur diese Projekte gibt, sondern auch außerhalb. Und ich war halt vorher, mich hat das nie so richtig angesprochen. Und jetzt ist es einfach so zugekommen und ich dachte so, ja, kannst mal mitmachen. Und ich fand das echt interessant und super. Und ich würde auch jetzt noch mal bei so einem Projekt mitmachen. Also mir hat das echt Spaß gemacht und ich habe viel dazu gelernt.
Musik.